Freunde, wir stellen euch wieder ein neues Auto vor. Wir haben euch den Golf GTD vorgestellt, den Golf GTI und natürlich auch den GTI Clubsport. Was fehlt? Der Golf R. In einer wunderschönen Kombination hier mit dem schönen Lapiz Blue, ja, mit den Anbauteilen, wie ich ihn gerne hätte. Also genauso wie er hier steht, würde ich ihn eigentlich kaufen. Ich muss mich aber kurz natürlich direkt im Intro auch entschuldigen für das Wetter. Dafür können wir aber nichts. Ja, ganz klar. Wisst ihr was? In der ganzen Zeit, wo wir den hatten, war es genau 2 Tage schön. Der Tag, an dem er kam und noch an einem Sonntag. Und genau diese Woche geht er jetzt auch wieder. Wir haben jetzt Freitag und der Wetterbericht hat gesagt, von Montag bis Donnerstag regnet es. Und am Freitag ist es schön. Was haben wir gemacht? Den Dreh auf den Freitag gelegt. Ja, ist wirklich sehr schön das Wetter. Aber das hält uns nicht ab, euch den Golf R zu zeigen. Nächstes Jahr holen wir dann noch den R als Years Edition oder als Performance nach. Wissen wir noch nicht, wie genau wir das machen, aber da kommt auf jeden Fall noch mal was. Jetzt stellen wir euch erstmal dieses hübsche Teil hier vor, was hier bei uns auf dem Kanal noch gefehlt hat, in dem wunderschönen Lapiz Blue. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Forest Drive, hier aus dem schönen Schwarzwald mit dem mindestens genauso schönen Golf 8R. Wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, dürft ihr uns gerne abonnieren. Das freut uns nicht nur, sondern wir wachsen und können euch dadurch natürlich auch immer mehr zeigen. Die Glocke könnt ihr drücken, wenn ihr es nicht mehr verpassen mögt, sobald wir ein neues Video hochladen, wie zum Beispiel über den aktuellen Golf R, der derzeit bei 52.895 Euro startet. Der normale Golf startet bei roundabout 29.000. Alle Daten und Preise natürlich immer zum Drehzeitpunkt. 2. Dezember in diesem Fall 2022. Ja. Dann startet es mit dem klassischen Golf R. Darüber liegt aktuell noch so eine besondere Years Edition, die mit so blauen Akzenten daherkommt und so weiter. Der liebäuglich eigentlich. Und natürlich liegt dann darüber jetzt noch der Performance. Zu den Daten kommen wir dann natürlich später. Ja. Wir starten wie immer hier an der Front. Wir haben ganz schön viel zu zeigen. Auf der von euch gesehenen linken Seite ist das neue R-Logo. Dann haben wir hier jetzt auch das durchgezogene Leuchtenband, das quasi die Scheinwerfer verbindet. Das VW-Logo mit den Sensoren für die ganze Assistenz. Und dann natürlich hier noch ein paar schwarze Elemente und diese Lippe, die nach oben geht, die noch mal ein bisschen steiler ist beim R als beim GTI Clubsport und die jetzt hier also immer in Wagenfarbe ist. Der Rest ist jetzt hier in Schwarz. Man würde denken, durch das Black-Paket, das wir hier haben, ist aber gar nicht so. Durch das Black-Paket wird nur noch diese Leiste hier oben dann in Schwarz gemacht und die Außenspiegel. Ansonsten beinhaltet das Black-Paket gar nichts, kostet aber auch nicht so viel, 350 Euro. Diese schwarzen Elemente habt ihr also tatsächlich immer. Beim Licht startet es beim normalen Golf mit LED schon. Ja. Beim R startet es mit LED Plus. Das heißt, da ist schon ein Licht, so ein Fernlichtassistent mit dabei und eben diese beleuchtete durchgängige Leiste. Upgraden kann man bei jedem Golf natürlich auch noch auf das IQ-Light, das wir hier haben. Das ist dann das Matrix-ID-Licht, das vorausfahrende wie entgegenkommende Verkehrsteilnehmer ausblendet. Ihr habt trotzdem vollstes Fernlicht. Und dann sind die Blinker vorne wie hinten auch dynamisch. Das heißt, sie ja, fließen dahin. Wir gehen nochmal nach oben, um euch eine Frage zu stellen. Und das ist die Frage, was ihr zum Design des aktuellen Golf 8R so sagt. Starten wir gleich mal bei der Bereifung. Es startet beim R schon bei 18 Zoll. Natürlich kann man upgraden. Wir haben jetzt die schwarze Felge. Die gibt es aber genau noch mal im hellen Design. Also so Alu-Look gefällt mir ein bisschen besser. Was natürlich auch sehr schön wirkt, ein bisschen Liebe mit sich bringt, sind die blauen Bremssättel vorne wie hinten. Vorne noch mit dem R-Logo. Das unterstreicht einfach noch mal diese Sportlichkeit und passt natürlich dann auch zu dieser Farbe besonders gut. Hier steht noch mal R. Die schwarzen Spiegel haben wir ja schon vorne ein bisschen geklärt durch das Black-Style-Paket. Abgedunkelte Scheiben, hier unten nochmal einen sportlicheren Schweller. Panoramaglasdach gäbe es auch, das ist jetzt die einzigste Option, die hier noch fehlt. Und dann natürlich noch was zu den Farben. 3 haben wir tatsächlich nur im Angebot. Weiß und Schwarz. Wer diese 2 Farben nicht möchte, muss dann eben Lapiz Blue nehmen. Und das ist die teuerste Farbe.
ist aber auch die schönste. Ein bisschen schade finde ich, wenn man jetzt so einen Kritikpunkt einfach mal noch suchen möchte, dann findet man den, indem man nicht ein bisschen mehr Vielfalt haben möchte. Warum nicht einen Kings Red roten Golf R? Warum nicht auch eine Anthrazitfarbe im Angebot für die Freunde, die einfach auch mit Blau nichts anfangen können? Für mich ist die Farbauswahl kein Problem. Ich würde sowieso Blau nehmen. Ja, das ist mega genial. Gott sei Dank hatten wir ihn auch in dem Blau, wie den Arteon R Shooting Break und Tiguan R. Für mich kein Problem, aber schreibt doch mal gerne drunter, ob euch nicht noch eine andere Farbe von der VW-Palette da fehlen würde. Würdet ihr euch einen Golf R kaufen in Kings Red oder in einem schönen Anthrazit? Oder sagt ihr, die drei Farben reichen hier völlig aus? Am Heck gibt es einiges zu erzählen. Wir haben hier einen großen Spoiler mit so einer schwarzen Absetzung. Das wirkt sehr gut. Hier kann man die Luft noch durchströmen lassen. Also das sieht einfach sehr schön aus, ist aber nicht Serienbestandteil beim normalen Golf R. Beim Performance schon. Natürlich dann auch hin, abgedunkelte Scheiben. Durch das AccuLight habt ihr die schöneren Rückleuchten. Also geht da wirklich mal in den Konfigurator rein. Da empfiehlt sich das nicht nur durch die Technik zu nehmen, sondern auch vom Design, sind einfach viel schöner. Und wie gesagt, dadurch sind die Blinker natürlich auch hier hinten dann dynamisch. Hier hinten haben wir das VW-Logo und wenn ich jetzt hier mal unten abtaste, dann habe ich da keine Rückfahrkamera. Das liegt aber nicht daran, dass wir sie nicht gebucht haben, sondern weil sie hier unter dem VW-Logo ist. Das heißt, gerade bei Wetter wie jetzt wird sie nicht nass, sie wird nicht dreckig. Das ist sehr, sehr gut. Komischerweise beim Kombi, den wir euch gezeigt haben erst kürzlich, ist es nicht so. Aber das macht ja jetzt beim R nichts. Hier steht dann auch nochmal R. Besonderes Schmuckstück bei der besonderen Edition wäre das R auch in Blau. Mega. Dann hier unten noch ein bisschen schwarze Elemente beim Diffusor. Die originale Auspuffanlage sieht nicht ganz so imposant aus wie die hier. Das ist nämlich die optionale R-Titanabgasanlage von Akrapovic und die kostet ordentlich Aufpreis. Ne? 3.975 Euro, das sind knapp, lassen wir das Geld noch ein bisschen außen vor, 4.000 Euro einfach für eine Abgasanlage. Meiner Meinung nach lohnt es sich aber schon. Sie ist deutlich imposanter vom Sound, auch von dem Geblubbere und sie knallt auch nochmal deutlich lauter raus. Ich würde sie dazu bestellen, wobei ich schon zugeben muss, dass es schon einiges an Geld ist. Wenn ich jetzt den Kofferraum mal öffne, gehen hier 341 Liter rein, so wie es jetzt zählt. Ja, wenn man die Bänke umklappt, dann sind es 1.197. Und dann haben wir hier unten nochmal einiges an Möglichkeiten, da nochmal ein paar Taschen oder etwas anderes abzulegen. Zuösen gibt es auch, wo man hier nochmal was befestigen kann. Eine Durchreiche, wie ihr seht. Und dann mache ich hier nochmal zu. Eine Anhängelast ist für den Golf R nicht vorgesehen. Betreten wir die Welt der Motoren. Ich nehme es mir raus, jetzt noch über die anderen sportlichen Modelle beim Golf zu reden, denn wir stellen hier einen Sportler vor. Natürlich fange ich jetzt nicht an, die ganzen normalen Motorisierungen aufzuzählen, aber zumindest mal die sportlichen, falls ihr jetzt das Video anguckt und sagt, naja, so ein Golf R ist dann vielleicht doch too much. Ich möchte was anderes. Es gibt einen GTD, das ist der sportliche Diesel mit 200 PS. Dann gibt es den GTE, der hat eine Systemleistung von 245 PS. Selbiges gilt für den GTI, der hat auch 245 PS, haben wir euch vorgestellt. Den GTI Club Sport hat 300 PS, da ist die Spanne schon gar nicht mehr so weit entfernt. Und der Golf R hat jetzt eben wieder 320 PS. Allerdings mit Allrad, das macht an der einen Stelle schon was aus, weil dann können wir die 420 Newtonmeter, die er hat, auch gut nutzen und sind dann in 4,7 Sekunden auf 100 und bei 250 ist dann erst Schluss. Beim Performance haben wir 333 PS und dort ist serienmäßig erst bei 270 Schluss tatsächlich. Ja, da ist also noch mal ein bisschen was mehr. Das war kein Deutsch, da ist noch mal ein bisschen mehr drin, so rum. Und der beschleunigt auch in 4,6 Sekunden. Also haben sie noch mal ein bisschen was rausgekitzelt. 320 PS reichen aber auch völlig. Ja. Wirklich interessantes Aggregat aus einem 2 Liter Vierzylinder natürlich. Und wirklich schönes Teil und entwickelt seine Kraft auch sehr schön. Mit 7,7 Liter ist er angegeben, 174 Gramm CO2 stößt auf einen Kilometer aus und 55 Liter könnt ihr insgesamt reintanken. Ich habe jetzt mein Handy hier nicht aus Spaß, hier stehen keine Daten drauf, dass ich ablese, sondern ich zeige euch mal unseren Verbrauch, unseren besten Verbrauch. Da gehe ich jetzt mal hier hin, seht ihr das? 7 Liter. Ja? So, ich denke, das habt ihr mal gesehen. Und das ist also unser Verbrauchswert, also unser bester Verbrauchswert, nicht der generelle. Das heißt, man kann diese 7,7 Liter problemlos toppen, dann hat man aber wirklich keinen Spaß, dann fährt man wirklich
vorausschauend. Das heißt, wenn ich sehe, da kommt es dann gleich 70, das sagt einem das Auto ja auch, lasse ich rollen. Ich gebe smooth Gas, wenn ich zum Beispiel aus einer Ortschaft rausfahre, gehe ich nicht Vollgas auf 100, sondern gebe langsam Gas und ich versuche eben vorausschauend zu fahren. Dann ist also wirklich ein Verbrauch unter 7,7 Liter möglich. Wenn man normal fährt, also nicht ganz so drauf achtet, aber auch noch im Normalmodus, dann verbraucht man 7,7 bis 8 Liter. Ist also voll in dieser Norm drin, vielleicht auch mal 8,2. Und wenn man aber im Race ist und quasi oder Nürburgring-Modus und halt ein bisschen blubbert und Spaß hat und halt auch mal Gas gibt, dann ist man halt auch schnell mal bei 9, 10 oder mehr. Bevor es reingeht, zeigen wir euch immer den Schlüssel. Schön finde ich, dass wir hier das R-Logo haben, nicht so wie beim GTI. Öffnen, verriegeln und die Kofferraumtaste und an der Seite wäre noch die Taste für den Schlüsselbart, damit wir das Fahrzeug immer öffnen können. Wie ihr es schon ahnt, brauchen wir aber den Schlüssel nicht. Wir haben hier so eine Einkerbung, dann verriegelt das Fahrzeug die Spiegelklappen ein. Theoretisch haben wir das nur hier vorne, ja, weil wenn ich hier reingreife, passiert nichts. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich euch nicht noch was zeigen würde. Kennt ihr aber auch, wenn ihr unsere Golf-Videos schon angeguckt habt. Das ist ja nicht unser erstes Keyless-Go-System. Jetzt hoffe ich, dass das schon weit genug war. Wenn ich nämlich jetzt wieder ans Fahrzeug herantrete, müsste es automatisch öffnen. Perfekt, es macht's. Und dann kann ich natürlich auch hier hinten wieder was reinschmeißen. Der Clou wäre jetzt noch gewesen, wenn ich wieder weglaufe und es verriegelt. Das ist leider nicht so. Aber dann kann ich hier kurz hier hinfassen und wieder verriegeln. Ich gehe jetzt aber rein und zeige euch den Innenraum. Wir begrüßen euch ganz herzlich hier im Innenraum des Golf Airs. Wir haben jetzt hier den Standardsitz. Der ist mit Stoff bezogen, hier noch so ein bisschen Alcantara-Mix. Ein schönes R-Logo hier noch bestickt, gefällt mir wirklich gut. Klar, wir haben hier eine eigene Kopfstütze, also keine eigene, so meine ich, sondern eine feststehende. Das ist natürlich für große Personen ein bisschen blöd. Seitenhalt haben wir genügend. Jetzt kommt der Clou, man könnte optional noch Ledernappa nehmen. Ja. Bringt nicht nur Ledernappa mit sich, sondern dann auch eine elektrische Einstellung mit Memory-Funktion und Sitzkühlung. Also das gibt es wirklich nur in Kombination mit dem Ledernappa-Sitz. Keine R-Einstiegsleiste von den Materialien her. Hier schön weich unterschäumt. Hier so ein Zierelement Richtung Carbon, ist aber kein Carbon. Ambientebeleuchtung, das ist hart. Hier wieder dieser Alcantara-Mix, weiche Armauflage und hier unten Hartkunststoff. Ist von dem Materialmix in Ordnung. Ja. Kann ich jetzt nicht meckern. Wie gesagt, das passt soweit. Optional gibt es die Harman Kardon Anlage, 480 Watt. Neuen Lautsprecher plus Subwoofer haben wir hier, würde ich dazu buchen. Gibt einen guten Klang ab, ist auch vom Bass her nicht schlecht. Ja. Ist noch nicht die beste Anlage auf dem Markt, aber ist wirklich top. Ob sie jetzt viel besser ist wie das Dyn Audio, was früher bei den VWs drin war, weiß ich nicht, aber sie macht auf jeden Fall ihren Job recht ordentlich. Jetzt komme ich wieder zu euch rein. Um euch natürlich den restlichen Innenraum zu zeigen. Ich mache da einfach schon mal die Zündung an, damit wir nachher uns die Bildschirme anschauen können. Wir haben jetzt hier noch ein Head-Up-Display, das geht direkt an die Scheibe, also nicht wie bei Passat und Co. mit einer Extrascheibe, sondern direkt drin, da sehe ich die Assistenz und so weiter. Hier ist alles schön weich. Hier nochmal dieses Zierelement, da sieht man es ganz gut. Lüftungsdüse verbunden, das hier ist dann wieder härter vom Material her. Also ich wäre vollkommen zufrieden, wenn das jetzt hier zum Beispiel, wo das Knie anschlägt, noch weich wäre, dann wäre ich von den Materialien vollkommen zufrieden hier vorne. Da macht mittlerweile Mercedes in der aktuellen C-Klasse zum Beispiel auch keine besseren Materialien mehr hin. Wir haben hier ein schönes Lenkrad, gefällt mir echt gut, eines der schönsten Performance-Lenkräder mit blauem Stitching. Hier nochmal ein blauen Element R. Auch das blaue R-Logo, wo hier beleuchtet ist, gefällt mir sehr gut. Ja, es sind diese Touch-Tasten, aber sie sind beleuchtet. Dann haben wir schöne große Wahlhebel, also Wahlhebel, genau. Zwei große Schaltpedals, die gehen mit beim Lenkrad und sind auch wirklich von der Haptik her gut, machen einen schönen Eindruck. Sieht einfach stimmig und schön aus. Ihr dürft mal einen ganz kurzen Blick aufs digitale Cockpit werfen. Da gibt es natürlich, ihr wisst es, bekannte Fuse. Wir haben jetzt hier die Karte. Das heißt, so habe ich das eingestellt. Man könnte jetzt optional links und rechts nicht sich noch so ein Fenster herholen mit Informationen. Man kann aber auch generell hier in die Assistenzanzeige gehen. Man kann in so eine ruhige Darstellung gehen. Man kann sich hier den Performance-Tacho herholen. Der lässt sich auch mal mit der Ambientebeleuchtung
kombinieren. Man kann hier nochmal eine Performance-Anzeige herholen und dann natürlich noch den normalen Tacho. Und dann zum Schluss wieder die Navigation. Ich sehe trotzdem immer die Außentemperatur, die Uhrzeit, den Verkehrszeichenassistent, Reichweite, Gesamtkilometer, gefahrene Kilometer, also wie schnell bin ich und den Gang. Ich finde das digitale Cockpit bei VW eines der vielfältigsten, muss man schon fast sagen, weil man sich wirklich ganz viele verschiedene Views einstellen kann. Das macht der ein oder andere Premium-Hersteller auch nicht. Da gibt es eine View bis zu zwei. Ja, mittlerweile hat es dann BMW auch mal geschafft, da ein bisschen mehr Vielfalt reinzubekommen. Ich meine nur, da kann man wirklich viel machen und auch, dass man die Ambientebeleuchtung quasi damit integriert, ist auch ein feiner Schachzug. Also da, glaube ich, findet jeder so sein Ding, wie er es gerne hätte. Ja. Das gefällt mir schon mal so ganz gut. Ein Vorwort, wir gehen gleich zum Infotainment. Es gab ein Systemupdate, haben wir euch auch beim Golf Kombi schon gezeigt, damit ist es jetzt schneller. Es hat sich hier auch nicht mehr aufgehängt. Wenn man denn wirklich nach einer langen Busruhe, also nachdem das 8 Stunden stand, hier startet, ist das Navigationssystem auch wirklich nach ein paar Sekunden dann da und dann kann man es auch vollgängig nutzen. Also man muss nicht mehr lange warten, wie es früher mal war, oder es hat sich auch nichts mehr aufgehangen. Das heißt, da wurde schon mal nachgebessert. Dann das Infotainment-System lässt sich mit Apple CarPlay, Android Auto verknüpfen. Das ist jetzt die Home-Darstellung. Da sehen wir die Navigation, wir sehen die Medien und natürlich die Einstellungen. Es ist gestenorientiert auch. Wir sehen jetzt die Darstellung und wenn ich jetzt mit meiner Hand hinfahre, dann können wir dann auch Dinge lesen, wie Fahrzeug und so weiter. Wenn ich jetzt hier so rumwische, kommen wir ins Menü. Wenn ich jetzt wieder so rumwische, wieder in das Menü und hier sehen wir dann nochmal den Verbrauch. Klar, heute 11,6 Liter, weil wir hier sportlich unterwegs waren. Langzeit sind 11 Liter mit 498 Liter, weil wir durchgängig hier einfach auch sehr sportlich fahren. Aber ich habe euch ja die 7 Liter, die möglich sind, gezeigt. Ich kann das Ganze aber auch so machen. Wir haben hier, hoppla, wir haben hier oben noch einen Reiter. Da kann man sich solche Shortcuts hinlegen. Start-Stop habe ich mir da zum Beispiel hingelegt. Dann noch ein Punkt zum Design. Ich habe das dunkle Design genommen. Ja, ich zeige euch aber einmal zum Vergleich das helle Design. Ja. Ist auch nicht schlecht. Für mich persönlich ist aber das Dunkle einfach viel angenehmer, auch vom Augenkomfort her. Die Navigation, wie gesagt, sie lässt sich jetzt hier schnell verwirklichen. Es ist auch so weit flüssig. Wir sehen hier auch noch den Verkehrszeichenassistent. Ich kann das jetzt sicherlich auch wieder irgendwo zentrieren. Machen wir so. Das machen wir nachher selber. Wir können da auch den Norden immer nach oben machen. Wir können aber auch sagen, hier in Fahrtrichtung, das alles ist also durchgängig möglich. Einen Punkt zeige ich euch noch, und zwar die Ambientebeleuchtung. Ansonsten kann man hier natürlich, was ich auch witzig finde, im Shop, wo war er denn? Hier kann man auch solche Sachen wie Ambientebeleuchtung zum Beispiel nachkaufen. Dann haben wir hier weitaus, ich habe es nicht gezählt, aber ihr seht es selbst, ganz viele Farben einstellen, auch von der Helligkeit natürlich. Von dem her, da findet jeder so seine Farbe. Die Reiter hier unten, also diese Touch-Tasten für Lautstärke und Temperatur sind weiterhin nicht beleuchtet, das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten ja, gibt es hier eigentlich nichts zu meckern und es läuft soweit flüssig. Hier haben wir nochmal so einen Reiter. Da haben wir die Warnblinker-Taste und natürlich kommen wir hier direkt auf die Assistenz ins Menü. Hier können wir auch die Fahrassistenz einstellen und die Klima. Weiter unten haben wir hier oben quasi ein Fach, wo man was ablegen könnte. Ich kann das aber auch hochklappen. Hier unten ist das Fach dann gummiert, da kann man sein Smartphone induktiv laden und dann kann man auch die Klappe wieder zumachen und dann, selbst bei einer schnellen Fahrt, wie Rennstrecke zum Beispiel, fliegt dann nichts raus. Sehr, sehr gut, hat jemand nachgedacht. Dann hier kein hochglänzend Schwarz, gefällt mir auch gut, sondern eben hier so ein bisschen matt. Sieht besser aus, es ist nicht so kratzempfindlich, sehr, sehr gut. Hier auch diese Gummiteile kann man auch einfach zum Reinigen zum Beispiel ganz easy rausnehmen und dann auch wieder reinmachen. Da kann man natürlich Zeug mal reinlegen. War ja bei Shift klar und dann haben wir auch Auto holt. Ein bisschen Cupholder haben wir hier auch mit einem 12-Volt-Anschluss. Eine einigermaßen breit genug Armauflage mit auch nochmal blauem Stitching. Die kann man auch von der Länge und auch von der Höhe arretieren. Dann zum Platz allgemein. Ich habe zur Tür genügend Platz, ich habe nach oben noch genügend Platz. Die Faust passt sogar knapp dazwischen. Also ich könnte hier locker noch das Panoramadach buchen, würde ich auch definitiv machen. Für mich persönlich, klar, ein bisschen schade wegen Memory-Sitzen, das ist ein bisschen schade, aber ansonsten würde ich persönlich den hier nehmen, also den Sitz, weil ich den einfach schön bequem finde und im Leder ist halt auch im Winter so kalt, das hier ist schön angenehm. Die Kopfstütze, wie ihr seht, reicht auch gerade so aus, ist ein bequemer Sitz vom Platz her, also hier überhaupt keine Probleme. So, dann sind wir auch hier hinten angekommen beim Golf R und VW, ihr macht es mir echt schwer, ich mag doch dieses Auto. Hier gibt es nämlich Lob natürlich an der einen Seite hinten, aber halt auch Kritik. Und das finde ich besonders, das ist bei jedem Golf so, diese Kritik, aber besonders beim Golf R finde ich es tatsächlich schade.
Da gibt man relativ viel Geld aus, hat ein sehr sportliches Auto und die Passagiere, die hinten sitzen, greifen hier oben erstmal auf Hartkunststoff. Sehr schade, dass man das nicht wie vorne auch unterschäumend macht. Ja. Weiter unten, klar, kein Problem, darf das so sein. Wir haben auch hier diesen feinen Stoff wie vorne und auch die Armauflage ist weiterhin weich. Aber diesen oberen Teil, den hätte man einfach noch unterschäumen müssen. Meine persönliche Meinung. Aber wieder lobend hervorheben möchte ich, dass wir trotzdem hier hinten auch Ambientebeleuchtung haben. Ist bei weitem nicht bei jedem so. An der Rückseite der Sitze haben wir nicht nur die unteren Taschen, ja, ihr seht es bei eurem Sitz fast besser, sondern wir haben auch hier oben noch ein paar Taschen für Smartphones und vielleicht noch für kleinere Tablets. Genau, dann haben wir auch noch eine eigene Klima, die kann ich nicht nur von der Temperatur, sondern von auch der Zirkulation einstellen. Darunter sind zwei USB-C-Anschlüsse, die ich dann noch nutzen kann, um das Smartphone zu laden. Isofix ist an den äußeren Sitzplätzen hier jeweils verfügbar. Wir haben natürlich auch hier diese Stoffkombination. Auch hier wäre es natürlich dann Leder, wenn man das dazu gebucht hat. Also das passt alles. Wir haben auch eine Durchreiche für Ski- und Anglernutzer. Und wir haben hier auch zwei Cupholder und das ist auch gut gelöst, weil dann kann man schön seinen Arm noch dran vorbeilegen. Das ist schön weich. Das ist also auch in Ordnung. Sitzfläche ist nicht allzu klein, da kann man durchaus sitzen. Allerdings ist der Mitteltunnel recht groß. Also ich würde es jetzt trotzdem so begrenzen auf, sagen wir mal, 2 Stunden hier zu dritt hinten. Zu zweit, kein Thema. Ich sitze hier wirklich sehr gut. Der Sitz ist auch für mich eingestellt. Ich habe hier noch genügend Platz. Ich bekomme meine Füße auch noch unter den Sitz. Das ist alles kein Thema. Auch zur Tür genügend Platz. Und selbst nach oben, also ich spüre es leicht mit meinen Haaren, dass hier jetzt dann irgendwann mal Ende ist. Aber hier passt noch gut meine Handfläche dazwischen. Also hier könnte man noch einen Tacken größer sein. Und ich komme auch nach hinten noch, ja, zu meiner Kopfstütze. Also klar, es ist dann irgendwo dann auch mal begrenzt, aber ich persönlich mit meinen 1,85 habe hier noch gut Platz. Wir begrüßen euch zum Fahreindruck. Dazu starte ich erstmal das Aggregat. Wenn man jetzt im Normalmodus startet, ist es nicht ganz so imposant. Wenn man es im R-Modus macht, ist es ein bisschen laut oder halt im Race-Modus. Der Performance habe ich mir sagen lassen oder die Years Edition, 20 Years Edition, die ist dann nochmal einen Tacken lauter. Werden wir uns angucken. So, wir beginnen aber wie immer bei unserem Fahreindruck erstmal human, indem wir euch die Rückfahrkamera zeigen. Die ist jetzt hier gut, wie gesagt, trocken, da die ja eben ausfährt, die Linien, die lenken hier mit und die Darstellung ist dafür in Ordnung. Ja. In der Nacht ist es ein bisschen schlechter, aber trotzdem noch gut einsehbar, von dem her passt es an der Stelle hier schon mal gut. So, wie gesagt, wir fangen jetzt erstmal noch human an hier mit dem Golf 8R, denn es kommt ja nicht nur darauf an, wie sportlich er fahren kann, sondern auch, wie er sich so im Alltag schlägt. Wir haben jetzt hier wieder das adaptive Fahrwerk dabei und das ist wirklich, haltet mich für, keine Ahnung, dass ich jetzt hier zu gut rede, aber das Fahrwerk, das Adaptive von VW ist einfach genial. Denn ich bin jetzt hier im Komfortmodus unterwegs, was hier der Sportmodus darstellt und der Komfortmodus ist hier der Eco-Modus und der Race-Modus ist hier der Sportmodus. So haben wir das auch schon mal abgehakt. Das heißt, ich bin jetzt hier im Normal unterwegs und natürlich so eine tiefere Unebenheit wie ein abgesetzter Gullideckel oder mal so ein kleines Schlaglöchchen, das bekommen wir mit, gar keine Frage, und auch härter mit wie bei einem normalen Golf oder bei was anderem von VW. Aber trotzdem ist das Fahrwerk hier wirklich schön smooth und angenehm und definitiv langstreckentauglich, wenn man jetzt hier im Komfortmodus unterwegs ist. Und wie gesagt, jetzt war hier auch so eine kleine Bodenwelle, die bekommen wir schon mit. Ja. Es ist ja auch hier ein sportliches Fahrzeug. Aber nicht so, dass man dann sagt, nee, den Golf nehmen wir nicht von Schwarzwald nach Hamburg fahren, dann nehmen wir unser anderes Auto, wenn wir noch eins haben, oder wir fahren dann mit der Bahn. Ja, nein, es ist hier wirklich alles komfortabel, ändert sich schlagartig, wenn man im Race-Modus ist oder im Individualmodus sich das dann so einstellt. Ja. Und das ist das Geniale, deswegen, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das DCC dazu zu buchen. Lasst was anderes weg. Ich würde auch, wenn das Geld jetzt wirklich so knapp wäre, würde ich auch vorher wirklich auf das Panoramadach verzichten. Und ihr wisst, ich bin ein riesen Fan davon. Aber das ist fast Pflicht, weil dann hat man wirklich quasi zwei Autos gekauft. Einen normalen Golf zum Fahren und aber auch einen sportlichen Golf. Selbiges gilt natürlich für jedes DCC. Beim GTI Club Sport, beim normalen GTI, falls ihr da Interesse habt. Das wollte ich jetzt hier nochmal schon mal sagen.
Gut, das war es zum normalen Fahren. Ich bin tatsächlich überwiegend im Komfortmodus gefahren, beziehungsweise im Sportmodus, weil das ausreicht. Wir können trotzdem abrupt überholen, wir haben die Leistung und die Schaltvorgänge sind dadurch halt viel smoother. Ja, wir bekommen vom Schaltvorgang nichts mit. So lässt sich es im Alltag halt einfach schöner bewerkstelligen. Nur wenn ich hier wirklich meine Serpentinen hatte und mal wirklich ein bisschen Spaß haben wollte und mit dem Geblubbere, dann bin ich in den Race-Modus gegangen. Dann ist die Lenkung schwerer, das Fahrwerk ist härter und wie gesagt, dann ist er wirklich aggressiver. Er hält den Gang deutlich länger. Wir haben hier aber Gott sei Dank, werden wir nachher noch auch feststellen, wahrscheinlich bei unserer sportlichen Fahrt, wir haben auch hier tatsächlich einen richtigen Manuellmodus. Das bedeutet, er greift euch da nicht rein. Ja? Und das ist das Schöne wirklich an dem Auto. Ja, ich habe mich jetzt komplett verfahren, wir fahren nämlich noch wohin. So, jetzt sind wir wieder auf der richtigen Spur. Das ist das Geile, er muckst euch da nicht rein. Das heißt, wenn ihr im dritten Gang seid und die Drehzahl ist irgendwann erreicht, dann bleibt er da drin und wurstelt euch da nicht rein. Gefällt mir sehr gut. Das zum sportlichen Fahranteil. Jetzt hier beim normalen noch natürlich der folgende Punkt mit der Rundumsicht. Ich sehe natürlich vorne rum, nach hinten überall gut raus. Es bleibt am Ende natürlich ein toter Winkel hinten. Das werdet ihr gleich sehen. Lasst euch da von den beschlagenen Scheiben nicht irren. Wir sind jetzt gerade nass eingestiegen. Da ist das logisch. Die Lima arbeitet jetzt auch nicht zu stark, weil wir hier noch filmen. Auf jeden Fall habt ihr gesehen, eine ziemlich breite C-Säule. Da versteckt sich natürlich schon mal ein toter Winkel. Lässt sich aber mit dem ganzen Kamera, Parkgedöns und natürlich Spiegeln und auch dem Totwinkelassistent gut ausbessern. Ja, und von dem her, ich hatte da nie Probleme. Der Golf ist allgemein, wie ich finde, sehr übersichtlich. Ich war ja schon begeistert von GT Club Sport, aber ich würde tatsächlich, wobei er schon teuer ist, das muss man schon sagen, da kommen wir ja nachher noch zu, würde ich den Golf R aber tatsächlich bevorzugen. Das ist wirklich für mich hier im Schwarzwald das Beste, was man eigentlich machen kann. Ich habe Allrad, das heißt, das gibt mir zwei positive Punkte. Einmal, wenn es hier schneit im Schwarzwald, habe ich hier natürlich besser Grip. Und da sind wir auch schon beim Thema Grip, denn wir werden nachher eine Launch Control machen. Ja, trotz, dass es jetzt halt so nass ist, können wir es nichts machen. Ich habe es aber einmal im Trocknen gemacht. Und dieses klassische Frontkratzer, die klassische Thematik, die wir da beim GTI und so weiter haben, dass wir dann kurz Schlupf hatten, die fällt ja hier weg. Jetzt beim Nassen wahrscheinlich nicht, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Da werden wir das mal noch sehen. Aber im trockenen Zustand geht es einfach nach vorne. Und das ist halt wirklich das Schöne beim Allrad. Und ich finde den Verbrauch jetzt auch noch in Ordnung für einen Sportler mit Allrad. Ihr habt es ja gesehen. Ne? Von dem her, das ist alles noch im Rahmen. Und somit, um das jetzt auch mal nicht in die Länge zu sehen, ist der Golf R ein wirklich gutes Alltagsauto, mit dem man vom Verbrauch her noch gut klarkommt. Er ist auch komfortabel. Man kann ihn also locker als Familienauto nutzen. Den gäbe es ja auch noch als Kombi. Auch noch ein Vorteil gegenüber dem GTI. Allerdings gäbe es dort keine Akrapovic, nur mal dazu noch was. Aber es ist halt wirklich dieses Ding, dass man hier wirklich schön das Ganze familiär nutzen kann und aber halt auch für den Sonntag oder für die Rennstrecke sogar dann auch noch sportlich nutzen kann. Wir beginnen mit dem sportlichen Fahreindruck. Dadurch kann ich jetzt entweder über den Mode-Taste oder über dieses blaue R in den Race-Mode gehen und dann gehe ich natürlich noch in den Special Nürburgring-Modus. Dadurch ist er für mich zumindest noch mal gefühlt auch lauter. Und dann würde ich sagen, beginnen wir hier das Ganze natürlich noch mit der Launch Control. Dazu muss ich natürlich noch das ESP hier auf Sport stellen. Ich bin jetzt sehr gespannt, weil die Fahrbahn nass ist und auch so ein bisschen ruppig. Ich bin jetzt mal gespannt, wie ihr das löst mit dem Schlupf, weil auf trockener Fahrbahn gar kein Thema. Jawohl! Geil! Und zack, haben wir die 100. Das ist geil. Das ging richtig gut. Kein Schlupf, nichts, keine Traktionsverluste. Genau so stelle ich mir das vor. Und jetzt bleiben wir hier natürlich im sportlichen Modus, weil dieser Feldweg hier, oder Feldweg ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber dieser Weg hier bietet einiges. Wir können hier nämlich schön um diese Kurven heizen, kann hier schön dieses Auto ausnutzen, wie es gemacht wurde, nämlich zum sportlich Fahren. Hier gerade diese Kurve ist sehr interessant, dann kann man hier abbremsen, kann hier in diese Kurve reinfliegen und kann dann schön hier raus beschleunigen. Man hat hier nochmal so leichte Bodenwellen, zack, kann man hier wieder hoch beschleunigen. Das macht er wirklich klasse. Jetzt gerade schalten wir natürlich
nicht selber. Und da merkt ihr natürlich, dass er hier ja, einfach nur Spaß macht und aber auch den Gang wirklich sehr lang hält. Ja, das habt ihr jetzt hier gemerkt. Ihr habt natürlich auch an der Kameraführung gemerkt, dass es hier ein bisschen hoch und runter geht. Aber dieser Weg macht so unheimlich Spaß. Es ist nur ein kurzes Stück, ja, wo man den Golf R wirklich mal ein bisschen rauskitzeln kann. Natürlich haben wir jetzt hier gleich nochmal die richtige Straße mit der Allee, wo wir auch nochmal so ein bisschen Kurvenfahrten machen können. Dort werde ich dann mal manuell schalten, damit ihr da auch noch einfach mal einen Eindruck bekommt. Jetzt hier im Sportmodus, er blubbert ein bisschen raus und er hält halt den Gang länger. Das ist halt einfach schon gut gemacht. Man muss also nicht unbedingt selber schalten, aber wenn man natürlich das Ganze selber bestimmen möchte, ist es halt natürlich schon besser, klar, wenn man manuell schält. Dann kann man das Ganze halt einfach selber quasi in Fahrt bringen. Jawohl, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber er blubbert halt dann schön raus. Ich habe es jetzt nie in der Stadt gemacht, aber auch auf der Landstraße zum Beispiel ist das natürlich schon möglich. Man kann es rauskitzeln. Eher bei niedrigen Geschwindigkeiten, das ist zumindest leichter, es rauszukitzeln. Jetzt so bei 80, 100 wird es dann schon schwerer, weil man muss es halt immer auf Drehzahl halten. So zwischen 4000 und 5,5 Touren, da blubbert er dann immer schön raus, aber es geht auch mal drunter. So, jetzt sind wir im dritten Gang, wir fahren ca. 60 und dann geht es hier runter. Und wie ihr merkt, er schält auch nicht hoch. Ja, das macht er nicht. Das hinterlässt er oder das lässt er wirklich mich machen. Die Bremsen packen hier wirklich gut an. Ich bin wirklich positiv überrascht, wie gut er einfach in der Spur bleibt, trotz der nassen Fahrbahn. Er hat also eine extrem gute Traktion. Das ist wirklich geil. Also da bin ich jetzt auch nochmal selber wirklich positiv überrascht. Ich bin jetzt selber noch nicht so sportlich gefahren. Boah, das ist also wirklich, dieses Auto liefert selbst im Regen extrem gut ab. Wirklich, also gerade jetzt auch bei der Launch Control hat man das jetzt gemerkt. Wirklich keine Traktionsverluste. Der geht einfach nach vorne, da hilft natürlich der Allrad, völlig klar. Da hätten wir mit dem Fronttriebler natürlich einiges an Problemen gehabt. Wir sind natürlich aber auch, die Gefahr schwingt natürlich immer ein bisschen mit, dann mal schneller unterwegs, dann muss man wieder bremsen. Ja, das fühlt man mit dem Golf R gar nicht so, weil sich das manchmal langsamer anfühlt, als es nachher ist. Auf jeden Fall ist das Ding gemacht für Rennstrecke, definitiv. Er ist gemacht für sportliche Fahrten. Klar, man kann auch zack 250 Autobahnen, macht nicht so viel Spaß für mich. Serpentin ist einfach das Ding, ne, wo er zu Hause ist, runterschalten, die Bremsen sind top. Dann wieder hier hoch, wieder bremsen, in die Kurve rein. Das ist Auto zu Hause, das kann er wirklich richtig gut. Ich bin überrascht jetzt nochmal, muss es jetzt echt nochmal sagen hier, auch von der Traktion jetzt hier im nassen Handling. Also das hat er jetzt echt auch gut gemacht. Nicht nur Kurvenlage oder auch Traktion in der Kurve, sondern letztendlich auch die Beschleunigung. Das war wirklich super. So, was jetzt kommt, ist Folgendes, und zwar die Abschlussworte. Wir gehen zum Fazit, reden natürlich nochmal über hart gekochte Preise, klar, müssen wir machen. Und dann natürlich auch nochmal über die guten Dinge und über die schlechten Dinge. Und zum Abschluss des Ganzen würde ich sagen, starten wir jetzt nochmal hier 0 auf 100 ohne Launch Control, weil das ist ja das, was man dann tatsächlich im Alltag auch mal vielleicht eher macht. Man macht ja das nicht die ganze Zeit mit der Launch Control. 50 stehen natürlich, 80 und die 110 stehen schon wieder. Das geht für mich gefühlt schneller wie 4,7 Sekunden. Also man wird den Unterschied definitiv nicht merken zwischen 4,6 und 4,7 bei der Performance-Variante dann. Aber natürlich trotzdem schauen wir uns die mal an. Ja, das ist einfach schön, dieses Geblubbere, also diese Abgasanlage. Wir werden euch da von außen auch nochmal was einblenden. Die lohnt sich definitiv. Ich bin hier auf der Autobahn, habe den Travel Assist auf 100 eingestellt. Den kann man in 10er oder 1er Schritten einstellen. Mit dem Travel Assist kommt auch ein aktiver Lenkassistent mit sich. Das bedeutet, er hält die Spur mittig, ja, macht das auch recht ordentlich, auch in etwas engeren Kurven, auch auf der Landstraße. Er fordert mich hin und wieder darauf, dass ich meine Hände dran mache. Das ist aber kapazitiv, das heißt, ich kann da einfach ranfassen, muss jetzt nicht wirklich einen Lenkvorgang machen. Und so funktioniert das also ewig. Ja.
Mit dem Travel Assist kombiniert ist auch die Übernahme des Verkehrszeichenassistenten inkludiert. Das heißt, er übernimmt dann die Verkehrszeichen und er nimmt auch Fahrsituationen da quasi wahr. Das heißt, wenn ein Kreisverkehr kommt oder eine engere Kurve, bremst er automatisch ab. Das alles ist da inkludiert und natürlich auch der Abstand wird da eingehalten. So. Wenn ich jetzt den Travel Assist ausschalte mit einem einfachen Bremsendruck, dann haben wir trotzdem noch einen Spurhalteassistent, aber einer, der quasi nur verhindert, dass wir hier die Spur verlassen. Jetzt habt ihr das noch nicht gesehen. Wir machen das Ganze nochmal, das ist ja kein Problem. Zack. So, das funktioniert auch super. Er verhindert, dass wir quasi die Spur verlassen, aber er würde dann nicht mehr mittig lenken. So. Der nächste Assistent, den ich zeige, ist der Totwinkelassistent. Ja, den haben wir hier im Spiegelgehäuse mit drin. Wir lassen jetzt den VW-Bus mal hier uns überholen. Ihr seht, jetzt leuchtet es schon, der VW-Bus kommt aber jetzt erst. Das ist gute 3 bis 4 Autolängen vorher, das System warnt also frühzeitig. Zusätzlich haben wir, habe ich ja schon leicht angesprochen, einen Verkehrszeichenassistent mit dabei, der alle Verkehrszeichen auch gut erkannt hat. Wirklich, muss ich wirklich sagen, zu 100%, selbst Ortsschilder und auch Baustellenschilder sowie irgendwelche anderen Schilder hat er mir da angezeigt, damit ich immer genau wusste, was ist hier gerade los. Von dem her, assistenztechnisch sind wir hier auf einem sehr hohen Niveau. Das funktioniert alles wirklich super. Muss ich einfach sagen, kann man sich drauf verlassen. Und habe ich auch gemacht. Also das ist wirklich angenehm und entlastet einen auf längeren Fahrten definitiv. Was wir bei der Assistenz immer mit zuzählen, ist ja das Licht und auch das Head-Up-Display. Head-Up-Display ist super. Ich sehe die Assistenz drin, klar. Ich sehe den Verkehrsassistent und wie schnell ich fahre. Navigation dann auch, allerdings noch nicht so Augmented Reality AR wie beim ID.4 zum Beispiel. Das kommt vielleicht noch in den anderen Autos, ja, muss man mal warten. Das IQ Light ist natürlich bekannt, das ist super. Vorausfahrende, entgegenkommende Fahrzeuge werden ausgeblendet. Ich habe trotzdem vollstes Fernlicht. Hat super funktioniert, auch bei Regen, auch auf der Autobahn. Also auch da habe ich keinen Kritikpunkt finden können. Von dem her, ja, also bei der Assistenz kann er deutlich punkten. Dann können wir also von der Rennstrecke bei einem langen Heimweg wirklich auch uns, wenn wir eh schon ein bisschen vielleicht müde sind oder einfach auch so sagen, heute bin ich genug gefahren, so kann man nur ein bisschen entlastet werden. Die Assistenz funktioniert hier also wirklich gut. Das war's mit unserem Video über den Golf 8R. Jetzt hat es natürlich aufgehört zu regnen, aber die Landschaft sieht trotzdem nicht besser aus. Ein wirklich geniales Auto. Ich finde ihn einfach vom Fahrspaß her nochmal besser wie den GTI. Egal jetzt, ob Normal- oder Klappsport. Durch den Allradantrieb, das macht schon einiges aus, jetzt nicht nur durch den Winter und so weiter, dass man da halt noch ein bisschen mehr Traktion hat, sondern, wie gesagt, allgemein Traktion. Ja. Ihr habt es gesehen, selbst jetzt, der Untergrund war wellig, das heißt, da hat sich auch Wasser angesammelt. Die Fahrbahn war nass und trotzdem hat die Launch Control super funktioniert. Wir sind direkt vom Fleck gekommen, es hat nichts durchgedreht, kein Schlupf verloren, nichts. Und das ist halt geil, wenn alle 4 Räder wirklich angetrieben werden. Das auch nochmal verteilt werden kann, der Drift-Mode, ja. Also hier ist einfach viel mehr möglich. Das Auto bietet einfach, so eine, wenn man das DCC zum Beispiel noch hat, eine extreme Spreizung zwischen normalem Familienauto, Komfort, Reisetauglichkeit oder halt wirklich extrem krasser Sportler mit Sound, mit hartem Fahrwerk, mit direktem Lenkeinschlag, ja, und einfach purem Genuss. Ja. Rennstrecke ist möglich, Landstraße schnell, Autobahn. Driften geht, wie ihr den kleinen Einspieler gesehen habt, auch. Also es ist einfach viel möglich. Wir müssen aber trotzdem nicht auf Matrix, auf Head-Up-Display, Assistenz, Sitzheizung, wer möchte Sitzkühlung und so weiter verzichten. Das heißt, er bringt irgendwie alles mit sich. Ja? Und das ist halt wirklich geil. Man muss es am Ende aber halt auch bezahlen. Das ist so ein bisschen so das Ding. Der schöne Golf R startet bei 52.895 Euro. Unser ausgestelltes Fahrzeug, so wie es jetzt hier steht, das heißt, ja, so wie halt hier steht, in Blau mit IQ-Light und so weiter, Head-Up-Display, allerdings in Seriensitzen und keinem Panoramadach und nicht Performance, so wie hier steht, 66.595. Das ist noch annähernd vertretbar. Ja. Wobei das natürlich schon auch eine Stange Geld ist für einen Golf. Aber wir haben hier auch keinen normalen Golf, sondern das alles, was wir euch gezeigt haben und eben 320 PS. Das ist also, wenn man den aktuellen Fahrzeugmarkt mit den Preisen beobachtet, ist das noch vertretbar. So. Allerdings, wenn man die Performance-Variante nimmt und diese voll ausstattet, das heißt mit Ledernappa und noch dem Schiebedach und was war noch dabei? Ja, noch so ein, zwei Pünktchen, Winterpaket eben, 72.000
430 Euro. Und das ist halt schon eine Stange Geld, wenn ich sage, ich habe hier 74.000 Euro für einen Golf hingelegt. Es ist echt viel Geld. Und ja, am Ende, klar, der Performance hat dann nochmal so ein bisschen mehr PS und so weiter. Ja, also es ist schon viel Geld. Muss man am Ende wollen. Aber am Ende nimmt auch nicht jeder eine volle Hütte, klar. Die Akrapovic wahrscheinlich auch nicht jeder, wobei sich das lohnt. Ich würde zum Beispiel das Geld einsparen beim Leder-Napa-Sitzen, würde ich nicht nehmen. Ich würde aber das Panoramadach dafür nehmen. Das ist aber nicht ganz so teuer. Aber wie ist die Akrapovic-Anlage, aber trotzdem natürlich auch wieder ein Preis. Von dem her schon, man muss schon gucken, was man möchte. Dann kann man da vielleicht noch ein paar Euro sparen. Vielleicht mag auch der eine das Assistenzgedöns gar nicht, dann kann man das lassen. Vielleicht ist einer mit einem normalen LED-Licht auch schon zufrieden. Also man kann ja durch die Einzeloptionen auch nochmal Geld sparen. Wir haben euch den Preis genannt. Schreibt mal drunter, es wird jetzt viele geben, die einfach wieder drunter schreiben, 70.000 für einen Golf. Klar, die gibt es auch immer wieder. Aber technisch gesehen ist das wirklich ein richtig klasse Auto. Ich bin auch dankbar, dass wir ihn in dieser Farbe hatten. Wie gesagt, mega geiles Blau. Und jetzt bin ich gespannt. Ja, das ist jetzt hier 2. Dezember. Bis ihr das seht, ist wahrscheinlich Ende Dezember. Und nächstes Jahr geht es dann mit dem Performance-Modell oder der 20 Years Edition weiter. Da bin ich echt gespannt, freue mich drauf und natürlich weiteren VW-Modellen. Ich freue mich, dass ihr da wart. Ich bedanke mich dann nochmal und freue mich, dass ihr zugeschaltet habt. Würde mich auch freuen, wenn ihr abonniert. Dann wachsen wir weiter, könnt ihr mehr zeigen. Bei TikTok könnt ihr auch vorbeigucken, da zeige ich die Autos auch nochmal so im Detail ein bisschen. Wie ihr wohl lustig seid, müsst ihr nicht machen. Die Glocke könnt ihr allerdings drücken, dann verpasst ihr es nicht mehr, wenn wir ein neues Video hochladen. Und dann wünsche ich euch bei allem, was ihr macht, einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Auto.